Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 3, zu Einhörnern und Feen. Ja, heute ist die erste Nacht hier und wir werden erstmal die Mädels wecken, damit wir ein bisschen noch auf Einhörner suchen gehen können. Die Katze schläft noch draußen, da können wir sie auch gerne schlafen lassen. Ich glaube, wir müssen noch was Kleines essen, beide. Denn ansonsten... Snack essen, genau. Essen wir einmal schnell ein Müsli beide und dann kann es losgehen. Schnell ein Snack essen. Und wie geht es euch sonst so? Energie ist ein bisschen... Ja, komm, aufstehen. Aufstehen, es wird Zeit. Wir müssen noch einmal rausgehen. Hunger, genau. Sie haben nämlich Hunger und beide haben sonst... Okay, es geht sonst beiden ganz gut. Das ist sehr schön. Dann lassen wir die beiden nochmal schnell ein bisschen was essen. Und ich kann es kaum glauben, dass es so lange dauert, sich ein Müsli zu machen. Die ist schon 10 Minuten von oben jetzt unterwegs runter. So, bitte, Morgana, beeil dich. Beeil dich, dein Müsli zu essen. Ach, guck mal, wir hätten sonst hier auch noch was gehabt. Der Herbstsalat. Der war fertig, der Herbstsalat? Das wusste ich gar nicht. Hätte ich nicht gedacht, dass der tatsächlich fertig ist. Genau, Kamera. Folge einmal der Morgana. So, Mädels, esst schnell. Wir müssen doch gleich weiter. Ach, sehen die beiden nicht niedlich aus? Ich finde die beiden wirklich sehr cool. Okay. So, dann haben die gegessen. Und Moment, nein, nicht hier hingehen. Ich muss mal gucken, wo wir dann hingehen erstmal. Was gibt es denn da so? Genau, so machen wir das. Einmal Stadt anschauen. Vielleicht hier auf den Friedhof? Ist da hinten alt? Nein, noch nicht. Ich will es doch einfach nur erstmal angucken. Haben wir da ein Einhorn oder sowas? Der sieht ja auch sehr schön aus. Was ist das denn für ein Fisch? Was, das ist ein normaler Fisch, glaube ich. Der sieht aber so... Der sieht aus wie ein Hai. Oh mein Gott, es gibt Haie hier? Also der sieht eindeutig aus wie ein Hai, nicht wie so ein normaler Fisch. Okay. Es ist zumindest aber kein Einhorn gerade leider zu sehen. Deswegen gucke ich mal das nächste Gewässer an. Und wenn da nichts ist, dann gehen wir erstmal auf den Friedhof und gucken, ob da vielleicht irgendwas erscheinen wird. Hier ist auch noch nichts zu sehen. Heißt ja auch nicht, dass sofort das Einhorn zu finden ist. Ich gucke nochmal hier. Oh, hier ist schon mal ganz viel Wildpferde. Oh mein Gott, und ein Wildpferdfohlen. Na, ihr Kleinen. Habt... Oh, halt, halt, halt. Pause! Ein Einhorn! Ein Einhorn! Okay, Mädels. Jetzt müsst ihr euch aber sowas von beeilen. Da. Da hingehen mit Morgana. Weg mit dem Sitzen. Schlafen. Ich glaube, ich spinne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Einhorn und das in der ersten Nacht. Oh Gott, ein schwarzes Einhorn. Ich muss es so richtig einfangen. Oh, die Mädels schaffen das 100% nicht, hier hinzukommen. Die will schlafen. Ja, aufstehen darfst du. Ja, natürlich. Aufstehen, bitte. Hallo, Einhörnchen. Einhörnchen, lauf nicht weg. Oh Gott, das Einhorn. Es ist schon wieder weg. Nein, es ist da. Da ist das Einhorn. Ich hätte niemals... Wirklich, niemals erwartet, dass wir in der ersten Nacht ein Einhorn sehen. Ernsthaft. Niemals hätte ich das erwartet. Bonita, Einhorn beobachten. Genau, wir müssen nämlich, glaube ich, erstmal das Einhorn dann beobachten. Damit wir ein bisschen Zuneigung und ein bisschen Vertrauen finden. Bonita heißt du. Ein bisschen dichter, dass wir es ein bisschen... Oh. Oh mein Gott. Ich hatte zwar ein weißes Einhorn erhofft, aber so ein schwarzes ist natürlich auch sehr cool. Kann ich mal hier ausblenden, damit ich... Ah, das ist immer so schlecht mit der Kamerasteuerung. Ich komme mit der Kamerasteuerung noch nicht so richtig klar immer bei den Sims. So. Vielleicht mal die andere Seite. Hallo Bonita. Bonita Einhorn. Oh, das ist ja so niedlich. Wobei ich das Weiße echt ein bisschen schöner fand, ne? Das muss ich zugeben. Jetzt habe ich das hier wieder eingeschaltet und jetzt bin ich... Nee, ich bin nicht woanders. Okay.
Einhorn nicht verpassen. So, okay. Machen wir mal weiter. Hallo, ich möchte es weiter beobachten. Ja, da kann es leider nicht lang gehen. Und da saust es wieder irgendwo hin. Was ist da? Oh mein Gott! Da sind sie und beobachten tatsächlich in der ersten Nacht das Einhorn. Ich glaub's ja nicht. Oh, wie cool ist das? Oh, ich glaube, ich bin jetzt wirklich super überrascht. Das könnt ihr mir gar nicht... Das könnt ihr mir gar nicht glauben, wie mega überrascht ich gerade bin. Dass tatsächlich hier ein Einhorn ist. Was macht das Pferd da? Beobachtet ihr immer noch das Einhorn? Schön beobachten, solange wie es geht. Wir beobachten das Einhorn nämlich auch. Guck mal, das finden die gar nicht so schlecht. Das mag er. Er mag beobachtet werden. Ja, eindeutig ein Hengst. Eindeutig ein Hengst. Ja, ich glaube, wir müssen das diese Nacht nur beobachten. Ich glaube, mit der Zuneigung... was hast du vor? Achso, sie ist nur ein Stückchen rangegangen. Ja, ein bisschen müde bist du zwar. Anhören? Ich glaube, ich spinne. Bonita? Beobachten. Weiter beobachten, nicht quatschen. Und da fliegt die Fee ein Stückchen... Oh, ganz schön sehr dicht. Oh Mann, wenn ich nur mit der Kamera hier besser zurechtkommen würde. Ich muss da wirklich nochmal irgendwelche Einstellungen machen. Das ist ja furchtbar hier mit meiner Kameraeinstellung. So, so ist schon besser. Genau, beobachten. Oh, Einhorn! Einhorn! Ich bin echt... Und eine ganze Pferdefamilie noch dazu. Unglaublich. Unglaublich. Wie gesagt, niemals, niemals hätte ich das erwartet, heute ein Einhorn zu treffen in der ersten Nacht. Ich hatte jetzt echt gehofft nur auf schöne Pferde, Wildpferde. Aber dass wir jetzt so ein Glück haben. Oh, guckt mal. Oh, wie schön das ist. Ich könnte das jetzt einfach nur die ganze Zeit angucken, weil es ist immer viel schneller vorbei, als man eigentlich möchte. Oh, so schön. Mit einem Fohlen. Man sieht zwar echt nicht so viel von den Einhorn, weil das so extrem schwarz ist. Aber ich finde es trotzdem echt sehr schön. Die kennen sich. Eindeutig. Oh, die mögen sich aber nicht. Sie kennen sich, mögen sich aber nicht. Aber hier. Guck mal, da ist eine Fee. Oh, guck mal, das Einhorn. Kommt zur Fee! Oh, Mann, diese scheiß Kamerasicht. Vielleicht wagen wir es einmal mit Morgana. Zuneigung. Leckerchen geben. Oder Hand beschnüffeln lassen. Wir wagen es einmal, die Hand zu beschnüffeln lassen mit der Fee. Hört auf, miteinander zu quatschen. Hör auf zu quatschen. Wir haben keine Zeit zum Quatschen. Beobachte lieber das Einhorn. Das bringt Pluspunkte. Beim Einhorn zumindest. Ach, guck mal, die anderen Pferde sind auch schon alle müde. So, mal gucken. Hand beschnüffeln lassen. Einhörnchen. Ich bin eine Fee. Ah, und? Das geht! Oh mein Gott. Sie mögen sich. Zuneigung. Leckerchen geben. Oh nein, es ist schon wieder weg. Es ist früh am Morgen. Das Einhorn ist wieder weg. Schade, und jetzt wollte ich gerade ein Leckerchen geben. Oh mein Gott. Oh, wie cool. Oh, ich sage heute viel zu oft, oh mein Gott. Aber sehr cool, dass wir in der ersten Nacht tatsächlich ein Einhorn getroffen haben. Und wir konnten sogar die Hand beschnüffeln lassen. Das ist sehr cool, genau. Kannst mal nach Hause gehen jetzt. Ihr seid sowieso todesmüde. Naja, nicht ganz todesmüde, aber ziemlich müde. Dann dürft ihr auch jetzt nach Hause reisen. Oh, super. Ich freue mich wirklich dermaßen, weil es gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Weil eigentlich habe ich was anderes geplant. Mega. Also das ist auf jeden Fall schon mal die Einhornstelle hier. Sehr schön. Muss ich mir merken, Einhornstelle für die nächste Nacht. So.
Ja, jetzt ist es auch schon früh am Morgen. Leider, ich glaube, die Mädels, die müssen jetzt erstmal sich auch um die Katze kümmern, natürlich. Die Katze darf nicht vernachlässigt werden. So, sie ist schon zu Hause. Wo ist denn das Kätzchen? Ach, das pennt da noch. Na gut, dann lassen wir Pucki mal hier pennen und sie geht wahrscheinlich eh ins Bett. Ja, genau so sieht's aus. Und ich glaube, sie wird auch ins Bett gehen. Aber sie könnte erstmal schnell duschen gehen und dann ins Bett gehen. Was hat sie hier? Beschnüffelt werden? Ach ja, das ist ja nun nicht mehr aktuell mit den Beschnüffelt werden. Leider! Aber vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Oh, ich bin total zuversichtlich jetzt, dass wir jede Nacht ein Einhorn finden werden. Ja, ja, mal gucken, mal gucken. Ha, ich bin so gespannt. Okay, danach geht sie ins Bett. Bett machen, schlafen, denn die müssen für die nächste Nacht ausgerüstet sein. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie lange es dauern wird, bis wir ein Einhorn adoptieren können. Und ja, ob wir das überhaupt hinbekommen. Ich freue mich. Ich freue mich einfach so sehr. Ach, wie schön. Pucki? Pucki? Oh, Pucki ist aufgestanden. Ja, wir müssen uns natürlich auch noch um Pucki kümmern. Da ist die Pucki. Pucki möchte auch ein bisschen Zuneigung haben. Das heißt, wir lassen die Mädels jetzt erstmal ausschlafen. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um Pucki, kümmern uns ein bisschen vielleicht um die Nachbarn oder generell um die Nachbarschaft, bis es dann wieder Zeit ist, Einhörner jagen zu gehen. Oh Gott, das klingt unglaublich fies, Einhörner jagen gehen. Bis es soweit ist, Einhörner zu finden und sie zu adoptieren. So klingt es besser. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.